Ja, doch. Jetzt fahre ich dich um. Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, entschuldigen Sie bitte die kurze Störung, aber dies ist ein Notfall. Es geht in wenigen Minuten weiter, aber es lohnt sich, den Motor auszuschalten. Dies ist eine angemeldete, legale Aktion von Extinction Rebellion, dem Aufstand gegen das Aussterben. Der Notfall ist die immer weiter eskalierende Klimakrise, angetrieben von den verbrecherischen Großkonzernen der fossilen Industrie. Wir erleben in diesem Jahr, 2023, eine Beschleunigung der Klimakrise, die MeteorologInnen und KlimaforscherInnen schockiert. Die 1,5 Grad, auf die die Länder der Erde die Klimaerwärmung beschränken wollen, haben wir schon während 4 Monaten überschritten. Im September waren es 1,8 Grad. Und dieses Jahr wird fast sicher das heißeste Jahr seit Zehntausenden von Jahren. Während Millionen von Menschen im globalen Süden schon jetzt an Hunger, an Dürre oder an Überflutung leiden, geht es der fossilen Industrie so gut wie nie zuvor. Ihre Profite steigen immer weiter, ebenso wie ihre Emissionen. Die fossile Industrie verbreitet seit Jahrzehnten Lügen und Fake News, leugnet wissenschaftliche Erkenntnisse und beschließt korrupte PolitikerInnen, um ihren Willen auszuführen. Sie verbrennt Milliarden von Kohle, Öl und Gas, benutzt dabei die Atmosphäre als ihre Müllhalde und gefährdet die Verkehr jeden Tag mit Öl. Damit können fossile Megakonzerne wie Shell, Juniper oder RWE jeden Tag schwere Verbrechen an der gesamten Menschheit, an jedem und jeder Einzelnen von uns. Doch was macht unsere Regierung? Zieht sie die Konzerne für ihre unzähligen Verbrechen zur Rechenschaft? Müssen die Konzerne Strafen zahlen für das, was sie der Natur, den Menschen und allen anderen Geschöpfen der Erde angetan haben und noch immer antun? Nein, ganz im Gegenteil. Jedes Jahr werfen wir in Deutschland der fossilen Industrie mehr als 65 Milliarden Euro an Subventionen in den Rachen. 65 Milliarden Euro, die wir alle direkt da rein investieren, die Zukunft unserer Kinder zu zerstören. 65 Milliarden Euro, die vor allem denen zugutekommen, die sowieso schon viel haben. Zum Beispiel den BesitzerInnen von teuren SUVs als Dienstwagen, den VielfliegerInnen und natürlich den CEOs der großen Konzerne. Auch in Zeiten von Inflation und Energiekrise steigen die Profite der fossilen Industrie immer weiter. Währenddessen ist angeblich kein Geld da für unser marodes Gesundheitssystem, die öffentlichen Verkehrsmittel oder für das Klimageld, das die finanziellen Lasten der Energie- und Verkehrswende sozial gerecht abfangen könnte. Mit diesen 65 Milliarden Euro wird der fossile Kapitalismus künftig am Leben gehalten. Für ihn ist es rentabel, das Klima weiter anzuheizen, Böden und Flüsse zu vergiften oder ganze Dörfer für Kohle abzureißen. Ein Wald hat für ihn nur dann einen Wert, wenn er gerodet und bei IKEA zu kaufen ist. Was mit den Menschen passiert, ist ihm völlig egal. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. In den Niederlanden hat die Klimagerechtigkeitsbewegung erst vor kurzem einen großen Erfolg erzielt. Monatelang haben tausende Menschen fast jeden Tag eine Autobahn direkt im Regierungsviertel von Den Haag blockiert. Mit einer Forderung, dass alle klimaschädlichen Subventionen endlich beendet werden sollen. Auch der Einsatz von Wasserwerfern und Schmerzgriffen hat die Menschen in Den Haag nicht davon abhalten können, sich Tag für Tag für ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder auf die Straße zu setzen. Und tatsächlich hat das niederländische Parlament jetzt entschieden, dass die Regierung einen Plan für die Abschaffung dieser Subvention vorlegen muss. Natürlich ist das nur ein erster Schritt und noch lange nicht genug. Aber es zeigt, dass der Druck von der Straße, der Druck der vielen, Wirkung haben kann. Deshalb werden wir jetzt auch in Deutschland den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, mit bunten und lauten Massenprotesten in Berlin. Am 25. November wird die letzte Generation wieder mit über 1000 Menschen die Straße des 17. Juni blockieren. Und am 9. Dezember demonstrieren wir, Extinction Rebellion, ebenfalls in Berlin. Schließt euch uns an. Bei uns sind alle willkommen, die alle willkommen heißen. Fahrt mit uns nach Berlin. Lasst uns gemeinsam für ein Ende des fossilen Kapitalismus, ein Ende der Ausbeutung von Mensch und Natur kämpfen.
Wir sind Extinction Rebellion, der Aufstand gegen das Aussterben. Wir werden immer weiter protestieren, friedlich und entschlossen, bis die Regierung sich endlich an ihre eigenen Gesetze hält und die Lebensgrundlagen aller Menschen schützt. Vielen Dank für Ihre Geduld und noch einen schönen Sonntag. Der Kollege hat sich schon fünfmal gesagt. Rebellion! Ivo! Rebellion! Rebellion! Komm runter! Ja, das ist Versammlungsrecht. Ich wollte hier auf die Seite kommen. So. Anzeigen!